und des Heiligen Geistes. Amen. Am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres denken wir den evangelischen Kirchen in Deutschland an unsere Verantwortung in und für diese Welt. Am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres begehen der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die staatlichen Stellen den Volkstrauertag und erinnern daran, welches Leid durch Kriege, durch Vertreibung, durch Verachtung anders aussehender, anders glaubender oder denkender, anders lebender Menschen, welches Leid solch tun in unsere Welt bringt. Am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres stehen wir vor diesem Hintergrund unter dem biblischen Wort für den heutigen Tag und die beginnende Woche, wo es im 2. Korintherbrief heißt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Brich dem Hungrigen dein Brot. Wir hören auf den Text von Friedrich Karl Barth und die Melodie von Peter Janssens aus dem Jahr 1977. Die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Die Himmel
will dann seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preise mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir auf unsere Verantwortung in der Welt schauen, dann kommt unser Umgang mit der Schöpfung, unser Umgang mit den uns zur Seite stehenden Nächsten und fremden Nächsten in den Blick. Die Frage, wie wir Frieden leben. In den 80er Jahren war für die Friedensbewegung ein Lied ganz besonders prägend. Freude, das der Wandel zeigt. Wir hören dieses Lied nach einem Vers aus dem Jeremia-Prophetenbuch und lauschen auf Melodie und Text. Jetzt die Totenehrung vornehmen.
dazu bitte ich Sie und euch, sich von den Plätzen zu erheben. Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren haben. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden oder deren Leben wegen einer Krankheit oder wegen einer Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir trauern mit den Müttern und mit allen, die Leid tragen um die Toten. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der Welt. Es mag sein, dass alles fällt. Wir hören die Worte von Rudolf Alexander Schröder, der mitten im Zweiten Weltkrieg 1939 schrieb. Thank you.
vor dem Richterstuhl Gottes. Wenn man das vor dem Angesicht des toten Gedenkens, das wir eben von Manfred Matzen gehört haben, bedenkt, dann könnte es einem Angst und Bange machen. Denn das ist ja nicht nur etwas, was in vergangenen Jahren, Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert geschieht, sondern auch heute gibt es genügend, die dem Anspruch Christi auf seinem Richterstuhl kaum gerecht werden. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zu seiner linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen. Und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen. Und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen. Und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen. Und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen: Herr, unser Gott, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir, eurem Gott, getan. Dann wird er auch sagen zu denen zu linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen. Und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich, unseren Gott, hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben wir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir, eurem Gott, nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Verleih uns Frieden, gnädig.
Liebe Gemeinde, Folgendes habe ich Ihnen bekannt zu geben. Aus unserer Gemeinde verstorben und auf unserem Friedhof beerdigt sind Marianne Theresia Westphal, geborene hier aus dem Dänerkrieg im Alter von 90 Jahren. Käthe Maria Paulsen, geborene Hansen, Neu-Rehberg I, im Alter von 85 Jahren, sowie Uwe Jens Thiel aus der Glücksburger Straße im Alter von 73 Jahren. Lasst uns die Hände falten und zu Gott beten. Lieber himmlischer Vater, nimm du die Verstorbenen auf in dein Reich, dass du sie deine Herrlichkeit schauen. Gib, dass all diejenigen, die hier auf Erden um sie trauern, Kraft und neuen Lebensmut finden. Und gib, dass sich die derzeitige Trauer dereinst wandeln möge in die stille Dankbarkeit der Erinnerung. Ganz herzlich einladen möchte ich zu den nächsten Gottesdiensten am kommenden Mittwoch, dem 18. November, dem Buß- und Bettag, abends um 19 Uhr in unserer Kirche und am Toten Sonntag, am kommenden Sonntag, dem 22. November, werden wir von 11 bis 15 Uhr die Türen unserer Kirche offen haben und die Kerzen, die ich am Abend zuvor in einem Online-Gottesdienst, den Sie dann auf der Seite der Homepage der Kirchengemeinde Saarbrück im Internet sehen können, die Kerzen, die ich in diesem Gottesdienst für jeden Verstorbenen werde entzündet haben, die können dann von 11 bis 15 Uhr in unserer Kirche in Empfang genommen werden. Sie können sich besinnen, beten. Es ist Zeit zur Seelsorge. Vor allen Dingen aber ist es so möglich, dass alle Angehörigen, die Angehörigen aller Verstorbenen in unsere Kirche kommen können, obwohl wir bei über 50 Verstorbenen nur 46 Sitzplätze in der Kirche unter Corona-Bedingungen zur Verfügung stellen können. Die Kollekte am Ausgang erbitten wir für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Im Anschluss an den Gottesdienst wird auf dem Ehrenfriedhof in kleiner Form mit Vertretern verschiedener Vereine oder Verbände mit 10 Personen der Toten gedacht und der Kranz niedergelegt. Für die Kirchengemeinde bin ich als Vertreter eingeladen und werde an der Zeremonie teilnehmen. Im nächsten Jahr, so hoffe ich, werden wir wieder alle herzlich eingeladen sein. Und so segne der nun der dreieinige Gott uns und alle Glieder unserer Gemeinde nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Lasst uns hören auf das Lied und die Melodie, den Text des Liedes Fürchte dich nicht. Thank you.